Ich bin bald tot, ich bin bald tot. Ich auch. Der fixiert mich aber, Mann! Wow, wie viel Schaden was Digga, ist? Digga, es ist geschickt. Zu Schaden, Digga. Herzlich willkommen Leute, zu einem neuen Video. Und heute sind wir in der nächsten Terraria-Folge. Ja, wir sind jetzt direkt mal hier hintergelaufen. Das ist dort und ja, unser Zuhause ist dort. Ja, ist ein bisschen ein kleiner Weg. Auf jeden Fall, wir machen heute einen Boss. Das ist der Skeletron. Und ja, wir fangen direkt an, weil es ist nachts. Und wenn Tag ist, dann... Okay. Ich kann es heute mal zeigen. Hier steht es jetzt da und die kann man Fluch drücken. Wenn man Fluch drückt, dann spawnt praktisch Skeletron. Soll ich machen? Ja. Okay, schön. Und Fluch. Go. Let's go, let's go. Mit was schießt denn du eigentlich? Keine Ahnung. Oh, hier mit meinem Jojo. Ich könnte eigentlich mal mit meinen Dings hier schießen. Mit meinem Schwert schießen, genau wahrscheinlich. Mach auf den Kopf. Eigentlich als erstes auf die Hände, weil das ist eigentlich am besten. Mach einfach alles. Wie die eine Hand hat, ohne mehr so viel Leben, lul. Als ob. Digga, die eine Hand hat ja. Oh, der schlägt auch ganz schön doll zu. Hm. Oh, ich muss mich healen, Digga. Ja, tut mich wieder nur fixieren, Digga. Warte kurz. Bei vielleicht jedem. Da rein. Oh, Digga, wie viel Schaden. Jo. Warte nicht rein, rein. Oder du kannst da mal rein, rein. Seine Hand ist gleich down. Seine Hand ist gleich down. Digga, wie das klingt, Alter. Ich bin gleich tot. Hast du keinen Trank? Geh zum Dings. Zum Lagerfeuer. Ich kann hier unten kämpfen. Muss zum Lagerfeuer. Problem ist, der hat uns gerade hier schön eingezäunt. Wow. Nein! Mann, das kann er nicht machen. Ja, lol. Ich kann mich auch noch nicht hier, sorry. Er geht jetzt zum Lagerfeuer. Ja. Oh, ich bin bald tot, ich bin bald tot. Ich auch. Der fixiert mich aber, Mann! Platt machen. Oh, Happen. Wow. So ein Rotz. Oh, er hat eine Maske geturbt, Digga, und 5 Gold. Ach so, Leute, dass ich nicht dabei war, beziehungsweise dass ihr nicht sehen konntet, wie der ganze Boss down geht, beziehungsweise getroppt hat, das kann ja Melvin auch zeigen. Wir werden den Boss nochmal machen. Genau, in einer anderen Welt. Machen wir den einfach nochmal. Ja, okay, war jetzt nicht allzu erfolgreich für mich jetzt zum Beispiel. Keine Maske. Ja. Was hat er noch so getroppt? Das war's. Und jetzt kann man eben hinten rein, da ist ja übelst gutes Zeug. Leute, übrigens, in der letzten Folge haben wir hier die Item Frames gemacht. Ja, war eine richtig coole Folge. Könnt ihr mal auf jeden Fall auschecken. Ja, und wir gehen jetzt nochmal kurz hinter. Ich kann ja Skelettwächter besiegen. Die haben 999 Schäden, weil man die Schläge macht, ja. Nur einen. Nur mit einer bestimmten Maschine besiegen. Also die muss man hinbauen. Da dreht man sich die ganze Zeit, da tut die ganze Zeit hinter dir herfliegen. Der kann dich nicht erwischen, du kannst denen die ganze Zeit einen Schaden geben. Wow. Weißt du, was man bekommt? Ein Haustier. Und was kann das fliegen, oder? Ja, das fliegt einfach nur hinterher. Wow. Ein Haustier. Ja, aber ist besonders, das Haustier. Es hat nicht jeder. Genau, es ist einfach so scheiße zu bekommen. Ja. Hier am Start, hier gerade Melvin, gerade eben den Boss besiegt. Ja, und wir gehen jetzt einfach mal runter, würde ich sagen. Wann kann mir hier was platzieren? Ich nehme einfach mal das hier in der Hand. Bücher. Und nix. Warte, hier, da oben ist ein Regal, ein Dings, ein Trank, Melvin. Krass. Wow. Wow, wie viel Schaden was Digga, ist? Digga, es ist geschickt. Minus 19 Schaden, Digga. Willst du das oder soll ich das, Melvin? Du kannst gerne. Ja, geil. Hab ich endlich eine neue Magiewaffe. Hey, da ist ein Schalter. Drück dir mal. Boah, oh. Digga, es ist dunkel, Alter. Ich ja, ne? Gerne mitnehmen. Geil. Digga, es ist dunkel. Ja, dunkel. Okay. Das Schleimfeld vom Himmel, was ist das denn? Der Königsslime kann spawnen. Oh, willst du mich verarschen? Der Königsslime kann spawnen. Ja, wo denn? Überall auf der Welt? Ja, das können wir eigentlich immer machen. Scheiße. Schade. Oh, das schnell. Das ist eigentlich selten. Ja, das ist ja geil.
Oh, Digga, diese Spikes, ne? Hey, was ist denn das? Oh, das ist auch noch ein Buch. Was macht deins? Ja. Auch ein Gegner. Oh, nee. Ja, ein Skelett gekillt. Das ist Effekte, Alter. Wow. Digga, was ist denn das? Ja, Digga, wir gehen gleich mal hoch. Warte, ich will noch schnell die Bücher hier abbauen. Warte, hier unten noch. Die. Und das hier noch. Hm. Nix. Digga, hier, die unten müssen wir noch schnell retten. Da kann die wenigstens bei uns einziehen. Ja, ich bin eh gleich tot. Aber da ist eine Truhe mehr. Mein Gold. Ah, da brauchen wir einen Schlüssel für, scheiße. Ja, muss dich schnell entfesseln. Red die an. So, jetzt muss ich nach Hause. Chef. Ach, das ist die mit Kabel. Beam geil. Fuck. Beam dich nach Hause. Ja, ach nee, ist die das mit Kabel. Ah, schieß ihn. Rast aus am Müllergrund. Oh, lol. Jetzt, Leute, wie man sehen kann, ist die Milliarden Slimes einfach hier. WTF. Da kann man doch ein Pad bekommen hier bei den Dings, beim Schleim, oder? Ja, ach nee. Oh, das Slime-Pad ist richtig geil. Da kann ich jetzt hochspringen. Also oh, ja. richtig hoch. Ich finde das aber irgendwie voll witzig, da kannst du Clipper fahren. Der hier kann riesen sein. Digga, was ist was das? Los? Warum hast du das auf dein Tilt geschrieben? Was steht denn da? Ich weiß gar nicht mehr. Digga, das. Alles klar. Also, ja, das ist cool. Vor allem, wir machen die One-Hit, weil wir unten hier den Effekt haben. Yay, oh, lol. Den haben wir noch gar nicht, Alter. Mann, wir brauchen. Jetzt muss der König Slime spawnen. Das ist ja übelst geil, der. WTF. Hier ist Pinky. Pinky. Ja, man sehen kann, das Slime-König ist gerade gespawnt. Wir müssen den jetzt killen zu wieder geworden. Digga, der backt aber richtig rum. Digga. What? Er kann sich auf jeden Fall teleporten, wie man sehen kann, Leute. Digga. Ja, geil. Digga. Yay. Viele. Alter. Also wie viel ich bekommen habe, Digga. Was zum? Ich habe Oton bekommen. Digga, ich kann rosa Schleimblöcke machen. Was hast du noch so bekommen? Ja. Und einen Ninja-Helm. Ja. Oh, guck mal, Melvin. Verzaubern. Ja, den habe ich dir gegeben, aber naja. Ich weiß schon. Das ist mit der Folge. Es war auf jeden Fall was Krasses. Wir haben zwar den Skeleton geschafft. Leider bin ich dadurch gestorben. Aber dann haben wir noch ein bisschen den ganzen Gelut und ist uns aufgefallen, dass wir den Slime-Boss spawnen kann. Und deswegen haben wir jetzt noch kurz so lange abgewartet, bis der ganze gespawnt ist. Und wir haben schon was Krasses gesammelt. Ja, Leute, dann würde ich einfach mal sagen, lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da. Und die Glocke aktivieren, dann tut ihr nämlich kein Video mehr verpassen. Ja, und dann würde ich mal sagen, sehen wir uns einfach in der nächsten Folge und ciao. Ciao.